Diagnose wird Ihnen präsentiert vom Bethesda-Spital. Rund 190'000 Frauen in der Schweiz leiden unter Endometriose. Das ist eine chronische, gutartige Erkrankung, die nur bei Frauen vorkommt und sehr schmerzhaft sein kann. Das weiss auch unser Studiogast Melanie Vogt, die unter dieser Krankheit leidet. Über die Symptome, über die Folgen und die Behandlung reden wir im Diagnosetalk in wenigen Minuten mit dem Chefarzt Frauenklinik vom Bethesda-Spital, mit dem Hans-Jörg Humer und mit der Melanie Vogt. Zuerst schauen wir aber noch mal auf unsere erste Sendung zurück. Bei Endometriose baut sich die Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter auf, hier mit den roten Punkten dargestellt. Und in Form von einer Blutung und im monatlichen Zyklus wieder ab. Weil die Blutungen außerhalb der Gebärmutter nicht abfließen können, staut sich's und es entstehen schmerzhafte Entzündungsherde und Verklebungen. Also prinzipiell kann eine Endometriose überall vorkommen und je nachdem, wo es auftritt, richten sich danach die Beschwerden. Bevorzugt tritt eine Endometriose auf im kleinen Becken, entweder hier am Eierstock, in diesem Bereich, dann sind meistens die Eileiter auch mit beteiligt oder in der Gebärmuttermuskulatur direkt drinnen, dann ist es ganz typisch, dass es zu Beschwerden im Sinne von Regelbeschwerden kommt. Oder auch im Bereich der Harnblase, vor allem dort, wo die Blase in Verbindung mit der Gebärmutter ist oder auch hinter der Gebärmutter in Bezug zum Darm bzw. auch in Bezug zum hinteren Scheidengewölbe, wo dann insbesondere Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auftreten können. Die genaue Ursache ist unbekannt. Zu den Leitsymptomen von Endometriose gehören chronische Unterbauchschmerzen, Schmerzen zur Zeit vom Eisprung, Übelkeit und Erschöpfung, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und beim Stuhlgang. Häufig ist ein unerfüllter Kinderwunsch die Folge davon. Was ist, wenn man es unbehandelt lässt? Sie hat die Eigenschaft, dass sie lokal Entzündungsprozesse auslöst und teilweise über Gewebsgrenzen hinweg auch Vernarbungen bildet. Und das kann in gewissen Fällen auch dazu führen, dass zum Beispiel der Harnleiter, der in der Nähe ist, durch die Endometriose mitbeteiligt wird, abgeschnürt wird oder dass eine Endometriose Richtung Darm einwächst oder dass eine Endometriose auch Richtung Blase einwächst. Und je nachdem können sich dann typische Beschwerden ergeben. Zara Rodonda ist eine von den rund 190'000 Frauen in der Schweiz, die unter Endometriose leiden. Ich habe im 2012 bin ich von der Fähre zurückgekommen von Portugal und hatte extreme Schmerzen gehabt während der Mens. Also ich war im Flughafen, ich habe nicht einmal mehr etwas mitbekommen. Mein Freund ist mir damals einen Tee holen, Tabletten genommen. Und ich konnte fast nicht mehr stehen. Ich hatte so extreme Schmerzen gehabt. Ich habe nichts mitbekommen vom Flug. Ich weiß nicht, wie ich zurückgekommen bin. Und das war für mich ganz schlimm gewesen. Eigentlich ist eine Endometriose eine chronische Erkrankung. Das Ziel einer Operation bei Endometriose ist grundsätzlich schon, das alles zu entfernen. Aber wir wissen heute aus guten Studien, dass selbst wenn eine Operation sehr gut durchgeführt wurde, die Endometriose wirklich überall entfernt wurde, dass die Frauen trotzdem eine nicht unbeträchtliche Wahrscheinlichkeit haben, dass irgendwo wieder Herde kommen, die vielleicht zum Operationszeitpunkt schon da waren, aber man nicht entdeckt hat. Und deshalb empfehlen wir an sich auch nach Endometriose-Operationen eine medikamentöse Therapie zu beginnen, um die Erkrankung zum Stillstand zu bringen. Herzlich willkommen zurück zum Diagnosetalk. Frau Vogt, wir haben jetzt gerade Frau Rodonda gehört. Sie hat unglaubliche Schmerzen gehabt. Bei dieser Krankheit ist es Ihnen so auch gegangen? Ja, also ich habe nicht jetzt irgendwie auf einer Reise Schmerzen gehabt, aber ich habe sicher ein Jahr extreme Schmerzen gehabt. Vor allem Geschlechtsverkehr war sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Und Stuhlgang und Wasserlösen
bis ich, also ich kann auch nie mögen richtig essen und trinken, bis ich dann mal ins Spital gekommen bin und dort hat man dann die Verdachtsdiagnose gestellt. Endometriose. Genau. Sie sind dann aber auch behandelt worden? Ja, kurz darauf habe ich meine erste Operation gehabt und dort hat man dann die tief infiltrierende Endometriose festgestellt. Mhm. Genau. Herr Huhlmann, gibt es auch Frauen, die keine Symptome machen bei dieser Krankheit? Auch das gibt es. Wir wissen ja, dass die Erkrankung oder der Schweregrad der Erkrankung nicht immer mit den Beschwerden der Patientin korrelieren muss. Frau Vogt, Sie sind, wie gesagt, operiert worden. Wie geht es Ihnen jetzt nach der Operation? Meine letzte Operation ist 2,5 Jahre her. Es sind 3 bisher. Jetzt geht es mir wieder sehr schlecht. Aufgrund dessen wird auch wieder eine Operation geplant. Ich habe sehr starke Schmerzen beim Wasserlösen ein paar Tage vor der Menz und sehr starke Stuhlgangproblematik. Ja. Jetzt, Herr Huhlmann, ist das normal, dass wenn eine Frau operiert wird, dass man eben dann nicht alle Härte verwünscht und dass die Frau wieder muss und wieder muss operiert werden? Naja, wir wissen heute, dass auch wenn die Operation gut durchgeführt wurde, dass es trotzdem in einem nicht so unbeträchtlichen Prozentsatz zu einem Rezidiv, also zu einem Neuauftreten oder Wiederauftreten der Erkrankung kommen kann. Das ist, weil man nicht alle Härte gesehen hat oder weil sie noch nicht so reif waren bei der Operation? Zum Teil. Also das kann sein, wenn kleine Herde da sind, die man nicht diagnostiziert hat, auch irgendwo in der Tiefe, dass die nachher zu wachsen beginnen. Und andererseits kann man manchmal auch nicht, wenn am Eierstock Herde sind und die Frau noch Kinderwunsch hat, nicht den Eierstock radikal entfernen. Also da muss man teilweise sogar Herde drinnen lassen, um die Gesamtlebensqualität zu erhalten. Jetzt empfehlen Sie oder Frauen nach der Operation Hormonpille zu nehmen, damit sich eben der Zyklus gar nicht aufbaut. Haben Sie das auch gemacht? Ja, ich habe jahrelang Pillen genommen. Ich habe allerdings auch ganz viel ausprobiert, Pillen, und habe unter diesen Nebenwirkungen halt dann gelitten, die für mich viel schlimmer gewesen sind schlussendlich und immer schlimmer geworden sind, dass ich mich in diesem Jahr entschieden habe, die Hormone wegzulassen. Ja. Aber die Folge davon ist aber jetzt, ja, dass Sie wieder mehr. Aber das war mir bewusst gewesen. Ich habe es halt auf eine alternative Art probiert mit Naturheilpraktikerin und überhaupt naturheilmedizinischen Mitteln. Mhm. Aber wahrscheinlich schon wieder zu fortgeschritten gewesen, sodass es jetzt halt einfach auch nicht gewirkt hat. Sie haben eine eigene Homepage, wo Sie eine Gruppe haben mit Frauen, die eben unter Endometriose leiden. Haben Sie das machen müssen? Werden Sie zu wenig ernst genommen? Ja, das ist eben ein grosses Thema bei uns, Frauen. Darum habe ich auch eine Gruppe erstellt, aber auch weil die Krankheit in dem Moment, wo ich die Diagnose bekommen habe, sehr unbekannt war, hatte ich das Gefühl. Und als Pflegefachfrau dann noch mehr, habe ich gefunden, jetzt muss ich etwas machen. Ich habe aufgrund dessen eine Gruppe gemacht im Facebook mit über 500 Frauen. Und dort stelle ich immer wieder fest, dass man einfach nicht richtig ernst genommen wird. Also, dass wir uns nicht ernst genug fühlen. Mhm. Vor allem, wenn man mehrere Operationen hat, ist es auch sehr schwierig, verständlich auch für den Arzt. Aber wir sind auch nicht so, dass wir unbedingt Operationen wollen, sondern die Beschwerden sind meistens einfach so gross, dass wir das halt bevorzugen. Teilweise. Wie erleben Sie das, wenn eine Frau kommt und die Beschwerden hat? Also, da wird sie sicher ernst genommen von Ihnen, oder? Absolut. Es ist natürlich so, dass wir wissen, dass die Endometriose einerseits oft sehr spät diagnostiziert wird. Also insofern kann ich das nur unterstreichen, dass oft wirklich nicht die Frau entsprechend ernst genommen wird im Vorfeld. Andererseits ist es natürlich so, dass es jetzt auch für Chirurgen oft nicht einladend ist, eine Frau zu operieren, die schon viele Operationen hat, weil das sind sehr schwierige Operationen und gehören an sich auch in die Hände von wirklich erfahrenen Chirurgen. Mhm. Wenn Sie sagen, schwierige Operationen, mit welchen Risiken muss man da rechnen? Ja, das sind schon Operationen, die mit Darmresektionen, also mit einer Entfernung eines Teils auch des Enddarms einhergehen können, was per se wieder Probleme schaffen kann. Und es können natürlich dadurch, dass die Endometriose infiltrativ wächst, können auch Komplikationen auftreten, die andere Organsysteme betreffen, also den Harnleiter oder auch die Blase.
oder eben den Darm. Endometriose kann man aber nicht mit einem Ultraschall feststellen, ist das richtig? Es ist bedingt richtig, also wenn ein ausgedehnter Endometriosebefund ist, dann kann man den im Ultraschall meist schon sehen bzw. schon feststellen, ob mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Endometriose vorliegt. Wenn es eine oberflächliche Endometriose ist, dann ist der Ultraschall da oft zu unspezifisch oder zu ungenau. Und dann müsste man quasi hineinschauen. Genau, und das ist auch der Grund, warum es bei vielen Frauen zu spät diagnostiziert wird, weil für die Diagnose einer Endometriose, die oberflächlich ist, ist oft dann eine Laparoskopie und das ist schon eine Operation, also wo man in die Bauchhöhle hineinschaut mit einer Kamera, unumgänglich. Mhm, bereits ein Eingriff. Eine Folge davon könnte Kinderlosigkeit sein. Werden Frauen, die eben nicht schwanger werden können, werden sie auf Endometriose untersucht? Es ist die Abklärung bei unerfülltem Kinderwunsch erfolgt in Stufen. Und an letzter Stelle der Abklärung ist üblicherweise schon eine Laparoskopie durchzuführen. Und bei der Laparoskopie, wo man unter anderem auch die Eileiterdurchgängigkeit anschauen kann, würde man auch eine Endometriose dann diagnostizieren. Mhm. Frau Vogt, wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Ja, also ich habe es vorher kurz erwähnt, es gibt nochmal einen Eingriff, der vierte in Folge. Ja, und ich hoffe, dass ich dann mal beschwerdefreier bin. Und Hormon wird dann noch angesprochen und angeschaut, ob ich das weiterhin nehmen will. Mhm. Was empfehlen Sie, der Frau Vogt? Das ist jetzt schwierig, ohne die gesamte Krankengeschichte zu kennen, aber wenn die Beschwerden so sind, dass sie nicht mehr gut erträglich sind, würde ich natürlich auch eine Operation empfehlen. Vorbehaltlich natürlich der Operationen, die schon vorher passiert sind, aber sicherlich auch im Anschluss an die Operation würde ich schon eine hormonelle Therapie auch empfehlen. Alles klar. Vielen Dank, Frau Vogt, dass Sie hier angekommen sind ins Bethesda-Spital und so offen über die schmerzhafte Krankheit geredet haben. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für die Operation und noch eine schmerzfreie Zeit. Danke vielmals. Herr Huemer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie hier Platz genommen haben und Fragen beantwortet haben über Endometriose. Auch Ihnen daheim vielen Dank fürs Zuschauen. Uns gibt es dann wieder am 15. Oktober, dann aus dem Clara-Spital. Und wir haben das Thema Bestrahlung bei Prostatakrebs. Bis dann, haben Sie gute Zeit und bleiben Sie gesund. Diagnosen ist Ihnen präsentiert worden vom Bethesda-Spital.